Hi Leute! Weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die goldene Edition. Wir sind hier auf Route 36 und betreiben einen Trainerkampf. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Psycho Jack möchte kämpfen, besitzt drei Pokémon und schickt Abra in den Kampf. Abra. Das dürfte eigentlich nur... Okay, es kam Blitz. Nach zwei Blitz wechseln wir. Wäre schon toll, wenn Myrapla das Abra wirklich alleine besiegen könnte. Das könnte Level 11 werden. Ja, da ist der zweite Blitz. Und schon trifft Myrapla nicht mehr. Dann wechseln wir auf Togepi. Kopfnuss. Myrapla erreicht Level 10. Juhu. Noch ein Abra. Wir wechseln wieder zurück zu Myrapla. Wieder Level 13. Männlich. Erst ein Lockduft. Und dann Absorber. Da trifft der erste Blitz. Der zweite Absorber. Da ist der zweite Blitz. Und Absorber trifft nicht mehr. Sehr schade. Wieder auf Togepi wechseln. Kopfnuss. Jetzt kommt ein Kadabra. Das kann wahrscheinlich Psychoattacken. Psychoattacken sind stark gegenüber, also sehr effektiv gegenüber Pflanze. Also wechseln wir sofort. Aber nicht auf Togepi. Sondern auf Igelava. Wobei, hier wäre jetzt sogar Wiesengau, glaube ich, besser. Konfusion. Kratzfurie. Und es ist besiegt. Myrapla erreicht Level 11. Juhu! Psycho Jack wurde besiegt. Ich habe mich wohl bei dir verlesen. 480 Pokédollar erhalten und einen Teil nach Hause geschickt. Ich wäre wirklich stark, wenn ich wüsste, was mein Gegner denkt. Ja? Tipps für Trainer. Der Status der Pokémon ist unterschiedlich, sogar innerhalb derselben Spezies. Zu Beginn ist er vielleicht noch ähnlich. Doch die Unterschiede werden deutlicher, wenn die Pokémon heranwachsen. Es ist ein Obstbaum. Hey, das ist eine Eisbeere. Eisbeere halten, juhu.
Eisbeere, Selbstheilung bei Brand. Okay, dann schütteln wir ein paar Bäume, Leute. Nein, nichts. Vielleicht steckt ein Pokémon in diesem Baum. Ups. Bodo, Camper, ruft an. Winner, guten Abend. Ich bin's, Bodo. Hast du eine Minute Zeit? Willst du kämpfen? Es wird nicht so wie das letzte Mal sein. Dies ist der Ort, an dem du mich findest. Route 34. Bis später. Machen wir, wenn wir die Bäume hier fertig haben. Hier steckt kein Pokémon im Baum. Hier auch nicht. Aber hier! Ein Owei! Owei ist Pflanze Psycho, Myraplat, also keine guten Chancen. Mit Level 10 kann es aber noch keine Pflanzenattacke, also machen wir zumindest Lockduft. Dann könnten wir eigentlich gleich auf Igellava wechseln. Und Glut! Hier ist kein Pokémon. Hier auch nicht. Aber hier! Ein Raupi. Raupi ist Käfer. Käfer ist stark gegen Pflanze. Das heißt, Absorber macht hier fast keinen Schaden. Wir können aber Lockduft machen. Denn Raupi kann mit Level 10 Raupi kann generell keine Käfer attacken. Außer Fadenschuss. Myraplar erreicht Level 12, juhu! Leider kein Pokémon. Hier gibt es wieder eines. Ein Raupi, Level 10 weiblich. Ich schau mir das Raupi mal ein. Hier gibt es kein Pokémon. Hier auch nicht. Nein. Letzte Kopfnuss. Auch nicht.
Okay. Ja, dann fahren wir zurück zu Bodo. Vor dem Trainerkampf wird aber geheilt und dann gehen wir auch kurz an den PC. Und zwar an unseren. Dann legen wir mal ab. Wir brauchen den Ewigstein jetzt nicht. Und wir brauchen Äther nicht. So, wir haben zwei Ewigsteine, jetzt mal Äther. Was hat sie uns denn wohl gekauft? Ich glaube, hier hat sie uns nichts gekauft. Dann war das wohl in der silbernen Edition. Okay. Dann zu Bodo. Ich habe schon auf dich gewartet. Los geht's. So, mal nachsehen, Bodo, wie weit du bist. Camper Bodo möchte kämpfen, besitzt ein Pokémon und schickt Enton in den Kampf. Und damit ist das immer noch der Originalkampf. Schade. Und Enton, ein Wasser-Pokémon. Das packt Bürapla. Außer... Ach, zum Glück Lockduft. Das hätte jetzt ziemlich lästig werden können. Volltreffer sogar. Sehr schön. Der Kerzer ist egal. Myrapla saugt sich das einfach wieder von Entons Kraftpunkten ab. Ja. Myrapla erreicht Level 13. Juhu! Camper Bodo wurde besiegt. Meine Leistung war nicht gut genug. 280 Pokédollar erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Ich melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Tu das. Ein weibliches Nidoran ist Bodengift. Level 12 weiblich. Gift wäre stark gegenüber Pflanze, aber schwach gegen Gift. Gleicht sich aus, also normal effektiv. Pflanze wäre... Ja, sehr schön. Pflanze wäre stark gegen Boden und schwach gegen Gift. Müsste das auch normal effektiv sein, ist nicht effektiv. Dann wechseln wir. Auf was? Togepi. Ob der Kopfnuss reicht? Versuchen wir es mal. Nein, knapp nicht. Dann machen wir noch Bitterkuss.
dann darf das Nidoran sich selbst verletzen. Und auch selbst besiegen. So Leute, damit sind wir wieder auf Route 36. Und dann ist Schluss für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder in der silbernen Edition. Ciao!